Herzlich willkommen. Ich zeige dir nun eine Anwendung von den Rechenregeln für ein bestimmtes Integral. Das Skript mit vielen weiteren Aufgaben findest du auf meiner Homepage. Dazu benötigen wir den Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung. Das bestimmte Integral zwischen den Grenzen a und b wird berechnet, indem wir die obere Grenze in die Stammfunktion einsetzen, minus die untere Grenze, also Groß F von B minus Groß F von A. Diese Rechenregeln gibt es beim bestimmten Integral, in einem anderen Video habe ich sie bereits bewiesen. Jetzt wenden wir sie an. Vereinfache so weit wie möglich, wende die Rechenregeln an, berechne anschließend. Wir wenden nun diese Rechenregel an, und genau dieses Schema haben wir ja auch hier. Wir können diese beiden Teile einmal zusammenfassen mit den Grenzen minus 2 und plus 3 von 2x dx plus 3,5 2x dx. Diese Rechenregel können wir noch einmal anwenden und erhalten minus 2 bis 5 2x dx. Stammfunktion bilden, 2 mal x² halbe, also x². Bei der Berechnung dürfen wir die Integrationskonstante c vernachlässigen, minus 2 bis 5 sind die Grenzen, obere Grenze minus die untere Grenze ergibt 21. Nächste Aufgabe, jetzt wenden wir einmal diese Rechenregel an. Das heißt, wenn wir ein negatives Vorzeichen vor das Integral ziehen, dürfen wir die Grenzen vertauschen. Das Ganze machen wir hier, 1,7 von x² plus 2 dx, aus dem Minus machen wir ein Plus und vertauschen die Grenzen. Und jetzt dürfen wir die Rechenregel von vorhin anwenden. Wir haben hier erneut den 7er, einmal als obere und einmal als untere Grenze. Diese beiden bestimmten Integrale dürfen wir zu einem bestimmten Integral zusammenführen mit den Grenzen 1 und 10 von x² plus 2 dx Stammfunktion bilden. X hoch 3 Drittel plus 2x an den Grenzen 1 und 10, obere Grenze minus untere Grenze, 1000 Drittel plus 20 minus 1 Drittel plus 2. Vereinfachen wir das Ganze, dann erhalten wir 1000 Drittel, ich ziehe gleich die minus 1 Drittel nach vorne, plus 20 minus 2, das sind ja dann 999 Drittel gleich 333 plus 18 ergibt 351. Nächste Rechenregel. Jetzt unterteile ich hier diese Funktion 4x plus 1 in zwei bestimmte Integrale. Dann erhalte ich 2,7 von 4x dx plus das bestimmte Integral der Funktion 1 zwischen den Grenzen plus diese Teile hier hinten. Ich schreibe es jetzt nicht noch einmal auf, weil wir wenden ja jetzt erneut diese Rechenregel jetzt bereits zum dritten Mal an. Das heißt, aus diesen beiden Teilen wird die Funktion 4x zwischen den Grenzen 2 und 8 dx plus dann das nächste bestimmte Integral wieder zwischen den Grenzen 2 und 8 1 dx. Bestimmte Integrale berechnen. Erstes bestimmte Integral haben wir 4 mal x² halbe, also 2x². Grenzen sind 2 und 8 plus x an den Grenzen 2 und 8. Berechnen, wir haben 2 mal 64, 128 minus 2 mal 4 minus 8 plus 8 minus 2. Das kürzt sich weg,
Übrig bleibt 126. Letzte Aufgabe, wir wenden noch diese Rechenregel an und sehen, wenn ein bestimmtes Integral dieselbe untere und obere Grenze hat, dann ergibt das bestimmte Integral immer den Wert 0. 0 plus 0 ist gleich 0. Ich hoffe, mit diesem Video verstehst du jetzt diese Thematik. Hinterlass mir doch einen Kommentar oder gib mir einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal.